Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil hier in der MD-11 Tutorial-Reihe. Mittlerweile im Reiseflug angekommen auf unserem Flug von Leipzig nach Luxemburg. Und wir haben noch ein Stückchen zum Top of Descent, bevor also unser Landeanflug und unser Sinkflug beginnen. Aber wir haben davor noch ein bisschen was zu tun, das heißt, wir hüpfen direkt zurück ins Cockpit und legen wieder los mit der Arbeit. Ihr seht es hier vorne auf unserem Navigation Display, dieser kleine lila Pfeil, der zeigt uns an, wo unser Top of Descent ist. Wir können natürlich auch jederzeit schon früher sinken, wenn es der Lotse von uns möchte. Dazu einfach hier die Höhe runterdrehen, einmal ziehen und dann geht der Flieger ja sozusagen in den Flight Level Change Mode. Dann fängt der Flieger an, möglichst schnell mit der gewählten Geschwindigkeit, hier in dem Fall noch vom FMS, zu sinken. Und in unserem Fall orientieren wir uns jetzt aber am Top of Descent und fangen dann dort einfach dann mit dem Profile das Sinken an. Das Wetter für Luxemburg habe ich uns schon einmal rausgesucht. Wir haben aktuell Wind aus 240 Grad mit 9 Knoten, also genau auf die Nase kommend, relativ niedrige Bewölkung bei 14 Grad und einem QNH von 1009. Zeitweise sogar nur 3000 Meter Sicht, also ordentliches Schmuddelwetter. Aber wir sollten die Bahn trotzdem rechtzeitig sehen können. Ihr seht auch aktuell sehr bewölkt unter uns, das heißt, wir werden nicht ganz so schönen Anflug haben vom Wetter her, aber das hält uns natürlich in der MD-11 nicht auf, da jetzt einen schönen Anflug zu machen. Und für die ganze Anflugsplanung gucken wir uns jetzt als allererstes mal die Karten an, die wir dann gleich im Landeanflug brauchen. Wir können zurück auf Dispatch gehen, View Arrival Airport Charts und dann sehen wir ja auch hier schon die ganzen Karten, die wir wieder zur Auswahl haben, die Airport Charts und in unserem Fall brauchen wir jetzt auch die Approach Charts und dann auch die STARS, also die Standard Terminal Arrival Route Charts. In unserem Fall können wir die aber jetzt mal skippen, weil wir haben ja uns vom letzten Wegpunkt einen Direct aufs ILS gegeben. Wir werden also dann fliegen auf das ILS für die Bahn 24. Wir gucken mal, dass wir noch einen Cat-1-Anflug hinkriegen. Das heißt, wir würden nach Lima X-Ray 24 India fliegen. Dort benötigen wir dann 3000 Fuß. Und dann geht es auf einem Track von 237 nach Lima X-Ray 24F. Das ist der Final Fix, wo dann der Final Descent beginnt. Und dann geht es mit einem 3-Grad-Sinkprofil runter in Richtung Bahn. Minimum für den Anflug heute, Kategorie Delta, sind 1414 Fuß. Das können wir so nicht einstellen, aber 1420 können wir einstellen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier hoch, stellen um auf Baro. Wir möchten gerne ein Baro-Minimum haben. Jetzt haben wir es geschafft, sehr gut. Und dann können wir nämlich jetzt hier unten den Wert einstellen. Kann ein bisschen dauern, ist ein bisschen nervig wie in der 737, dass man hier elendig lange scrollen muss. Wenn ihr da einen besseren Weg kennt, sagt es mir gerne, aber ja, müssen wir jetzt halt einfach ein bisschen scrollen, bis wir dann unser Minimum hier erreicht haben. So, während ich hier immer noch am Scrollen bin, seht ihr, wir sind jetzt gleich am Top of Descent, das heißt, wir hören mal ganz kurz auf damit, gehen jetzt hier schon mal auf eine niedrigere Flughöhe, dann kriegen wir auch einen Altitude Alert, das soll einfach verhindern, dass wir ungewollt irgendwie unsere Höhe verlassen und sinken. Weil nur wenn wir die Höhe hier runterdrehen, kann der Flieger dann gleich in den Descent gehen. Und wir möchten ja, dass er dem Profile nachher folgt. Und dazu stellen wir jetzt entsprechend die Höhe schon mal auf 10.000 Fuß. Das ist auf jeden Fall noch eine sichere Höhe. Und jetzt drehen wir noch schnell unser Minimum fertig ein. 1420 Fuß hatten wir gesagt. Und dann haben wir die jetzt auch eingestellt. Jetzt gucken wir uns mal die MSA an. 4.000 Fuß in dem Sektor. Das heißt, auf 4000 Fuß können wir jederzeit sinken. Aber wenn wir dann bei Lima X-Ray 24 India sind, können wir auch auf die 3000 Fuß gehen. Ihr seht hier gerade im Osten sind die Hindernisse alle so auf 2000 Fuß. Das heißt, wir können auf 3000 Fuß auf jeden Fall runter. Und sollten wir beim Minimum keine Bahn sehen, würde es im Mist Approach geradeaus gehen nach Lima X-Ray 891. Dort sind 3000 Fuß mandatory, die müssen wir dort also haben. Und dann geht es in der Rechtskurve zum Diekirch VOR. Wir steigen auf 4000 Fuß und würden dann erstmal da standardmäßig ins Holding fliegen, wenn der Lotse uns bis dahin nichts anderes sagt. Das Holding ist ansonsten vorgegeben mit maximal 230 Knoten, Max Flight Level 140 und Minimum Holding Altitude 4000 Fuß, die wir dann da ja auch haben werden. Dann möchten wir, haben wir ja gesagt, auf der Bahn 24 landen. Das heißt, wir machen uns einmal hier die Airport Chart auf. Und sehen, wir haben eine 4000 Meter lange Bahn. Das ist also mehr als ausreichend für uns. Aber da unser Parking ja hier ist, möchten wir natürlich jetzt möglichst schnell dann nachher die Bahn verlassen. Das heißt, wir gucken, dass wir mit Autobrakes Medium landen.
dass wir dann möglichst zügig hier nach rechts irgendwo die Bahn verlassen können. Und dann rollen wir hier über den Taxiway, den wir hier dann finden. Also wahrscheinlich geht es über Charlie raus oder dann hier hinten rum, müssen wir mal gucken. Dann geht es über den Taxiway Alpha hier hinten zu dem anderen Apron. Und da suchen wir uns dann eine von diesen Zulu-Park-Positionen raus. Irgendwo hier werden wir unsere MD-11 dann abstellen. Ansonsten müssen wir halt beachten, dass das Wetter jetzt nicht allzu gut ist. Sonst ist das ein relativ gut ausgebauter Flughafen. Und was wir jetzt noch einmal brauchen, ist die ILS-Frequenz, die 110,7 und 237 Grad. Diese beiden Werte können wir nämlich jetzt einmal hier auf der Navrat-Seite bei ILS und Course eingeben, dass der Flieger dann später auch das ILS findet. Ich weiß nicht, ob es bei manchen automatisch funktioniert oder ob es mittlerweile, wenn ihr das Video schaut, automatisch funktioniert. Hier muss man es jetzt noch von Hand eingeben, ist aber ansonsten kein Problem. Und ansonsten können wir jetzt auch hier noch, wenn wir möchten, das Diekirch-VOR einmal setzen. Das war auf der Frequenz 114,4. Dass wir das dann später auf jeden Fall für den Go-Round auch haben. Seht ihr auch, dass der Flieger automatisch erkennt, dass wir Diekirch meinen. Wird es hier also angezeigt. Und währenddessen ist der Flieger im Landeanflug, also im Sinkflug, folgt hier wunderbar seinem VNAV-Profil. Und wir können so lange jetzt auch schon mal die Seatbelts anschalten, auch wenn bei uns jetzt gerade nur Fracht mitfliegt, um es auch immer zu machen, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand als Begleitung da im Frachtflugzeug mitfliegt, macht man das Ganze dann immer auch normal im Landeanflug, auch wenn man keine Passagiere mit dabei hat. Ansonsten wählen wir für die Landung Autobrakes Medium, also das mittlere Autobrake-Setting, das bekommen wir dann hier in unserem Display auch nochmal angezeigt. Wenn wir jetzt mal auf Takeoff Approach klicken, können wir jetzt hier einmal gucken. Die Bahnlänge wird hier in Fuß angezeigt, die Elevation wird hier angezeigt und wir bekommen auch angezeigt, wenn wir mit Flaps 35 landen, haben wir eine Reference Speed von 157 Knoten. Da wir aber ja zügig die Bahn verlassen möchten, nehmen wir heute zweite Option. Wir landen mit Flaps 50. Dadurch wird die Reference Speed nämlich etwas niedriger. Wir haben zwar auch mehr Widerstand im Anflug, aber die Pitch ist auch etwas angenehmer. Bei 35 Grad ist die Pitch etwas höher, also der Anstellwinkel vom Flugzeug. Und die Anflugsgeschwindigkeit hat auch entsprechend ein bisschen höher. Hat aber den Vorteil, wenn man mit Flaps 35 anfliegt, dass man im Go-Round eine bessere Performance hat, weil man logischerweise weniger Widerstand hat. In unserem Fall haben wir jetzt aber keine großen Berge oder sowas im Go-Round-Sektor. Deswegen spricht nichts dagegen, heute mit Flaps 50 zu landen. Das heißt, wir nutzen das volle Klappensetting hier aus. Und jetzt sehen wir auch die Minimum Clean Speed, 250 Knoten. Wenn wir also langsamer als das fliegen, dann brauchen wir auf jeden Fall unsere Slats dann schon mal. Minimum ab 173 Knoten brauchen wir die Slats dann ohnehin. Und ab 161 Knoten brauchen wir dann auch Minimum Flap-Setting 28. Ansonsten können wir jetzt entspannt den Wolken entgegensinken. Wir haben heute einen Lotsen, der einen guten Tag hat. Der hat uns direkt runter auf die Anflughöhe von 3000 Fuß geklärt. Das heißt, die können wir jetzt schon mal einstellen. Und wichtig ist, das ist ja dann schon unter dem Transition Level. Das heißt, hier müssen wir dann auch schon auf den Lokalluftdruck umstellen. Das waren 1009 Hektopascal, haben wir heute gesagt. Und dann haben wir den QNH Set Passing 13700 Feet Now. Das Ganze haben wir hier natürlich dann auch einmal eingestellt auf dem Standby-Instrument. Leider können wir hier nur Inch einstellen. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass das so ungefähr passt. Aber so sollte das ganz gut passen. Okay, dann können wir nämlich als nächstes jetzt schon unsere Approach-Checklist lesen. Approach System Modes. Weiterhin alles auf Auto und Altimeters QNH 1009er 12.500 Feet. Jetzt können wir auch hier mal wieder ein bisschen ranzoomen, dass wir jetzt hier schön sehen, was wir gleich abfliegen. Wir sind also noch im deutschen Luftraum und sind jetzt gerade hier an Frankfurt-Hahn vorbeigeflogen und jetzt geht es dann gleich über Bitburg hinweg. Deswegen heißt der Wegpunkt auch Bitbu. Dort müssen wir übrigens unter 9000 Fuß sein. Mit 220 Knoten. Das heißt, dann müssen wir gleich auch gucken, dass wir die Geschwindigkeit frühzeitig reduzieren. Das sollte der Flieger aber auch ohnehin machen, weil er das ja als Beschränkung hier quasi hinterlegt hat. Könnt ihr im Flightplan auch immer wunderbar sehen. Hier sind die Geschwindigkeiten in der linken Spalte, in der rechten Spalte die Höhe. Und hier seht ihr minus Flight Level 9.0, also unter Flight Level 9.0.
und 220 Knoten. Und beim Final Fix müssen wir dann die 180 Knoten auf 3000 haben. Auch das ist wunderbar hinterlegt. Und jetzt seht ihr, der Flieger nimmt ohnehin jetzt schon mal die Geschwindigkeit zurück, weil wir uns den 10.000 Fuß annähern. Und drunter wollen wir nicht schneller als 250 Knoten fliegen. Und jetzt seht ihr hier, okay, der Flieger blinkt mit Add Drag. Das heißt, er möchte jetzt gerne ein bisschen Widerstand haben, dass er im Profil bleiben kann, aber gleichzeitig auch die Geschwindigkeit reduzieren kann. Um ihm da zu helfen, können wir einfach die Speed Brakes mal ein bisschen mit dazu nehmen. Das heißt, die ziehen wir jetzt einmal hier nach hinten und dann können wir dem Flieger ein bisschen mehr Widerstand geben. Können wir theoretisch auch ein ganzes Stück ausfahren. Und dann seht ihr hier, die Störklappen auf den Tragflächenoberseiten sind ausgefahren. Damit haben wir jetzt also mehr Widerstand und dann aber auf jeden Fall auch daran denken, die rechtzeitig wieder einzufahren, dass der Flieger dann nicht unnötig Power reinschieben muss. Und dann gucken wir jetzt mal, ob er auch auf die 220 Knoten zurückgeht. Ansonsten machen wir das gleich einmal von Hand. Wir sehen es, 7 Meilen haben wir noch. Wir sind seit 40 Minuten in der Luft. Und jetzt auf den 10.000 Fuß. Allerspätestens schalten wir die Seatbelts noch an. Haben wir aber ja schon gemacht. Und dann gehen die ganzen Lämpchen schon mal an. Runway Turn-Off Lights gehen auch schon mit an, dass wir das später nicht mehr machen müssen. Und dann fliegen wir jetzt entspannt ab Bitboo, dann in Richtung ILS. Ihr seht es auch aktuell hier noch, No Lock, No Glide Slope steht da, das heißt, der empfängt noch kein Signal aktuell, der Flieger. Also er kann noch keinem Localizer und keinem Glide Slope folgen. Liegt einfach daran, dass wir noch ein Stückchen entfernt sind. Übrigens nicht erschrecken, wenn ihr dieses Stabilizer in Motion hört. Das liegt einfach daran, dass der Flieger so eingestellt ist, dass wenn der Stabilizer länger als eine Sekunde in eine bestimmte Richtung getrimmt wird, einfach einmal warnt, dass der nicht irgendwie aus Versehen mal davonlaufen kann. Das wollen wir natürlich verhindern. Und jetzt merkt ihr, okay, mit den 220 Knoten tut er sich schwer. Dann nehmen wir einfach ein bisschen Speedbrakes dazu. Helfen dem Flieger, dass er da leichter auf die Geschwindigkeit kommt. Dass wir unser Speed Constraint dann ab dem Wegpunkt Bitboo auf jeden Fall auch einhalten. Und das mit der Höhe below 9000 Fuß haut auch super hin. Und wenn wir das dann wieder erreicht haben, dann können wir die Speedbrakes wieder reinfahren. Na, ihr merkt es auch, der Flieger versucht wieder Power reinzuschieben. Spätestens dann Speedbrakes wieder einfahren. Wir sind unter 9000 Fuß bei 220 Knoten an dem Wegpunkt Bitboo, so wie das sein soll. Und wenn wir jetzt noch viel langsamer fliegen würden, dann bräuchten wir, wie gesagt, auch unsere Slats mit dazu. Deswegen machen wir uns hier die Takeoff-Approach-Seite immer mal auf. Beim Kollegen drüben können wir ja ruhig die Flightplan-Seite offen lassen, sodass wir dann immer zum einen die Wegpunkte angezeigt bekommen und zum anderen aber auch nochmal unsere Geschwindigkeiten hier haben. Wenn ihr mal in Direct fliegen wollt, dann einfach hier auf Direct Intersection drücken. Dann könnt ihr hier einen Wegpunkt auswählen. Der kommt dann hier oben rein. Dann klickt ihr einfach nochmal daneben und schon fliegt ihr eure Direct. Brauchen wir heute jetzt aber nicht. Gut, dann seht ihr jetzt, wir haben eine Glide Slope Indication, wir haben eine Localizer Indication. Der Flieger erkennt also ein gewisses Signal. Und jetzt seht ihr hier auch den Identifier India Lima Whiskey. Das Ganze können wir hier nochmal bestätigen. India Lima Whiskey ist auch der Identifikationscode für das ILS, auf das wir anfliegen wollen. Passt also alles. Wir sind mit dem richtigen Signal unterwegs. Ist ganz wichtig, dass man das immer vorher einmal checkt. Und jetzt sehen wir auch schon wieder, okay, der Flieger hat ein bisschen Probleme mit der Geschwindigkeit, die zu halten. Dann können wir auch dem Ganzen schon mal ein bisschen entgegenwirken, indem wir die Slats schon mal ausfahren. Slats Extend. Weil auch die sorgen so ein bisschen für Widerstand und dann seht ihr, obwohl der Flieger jetzt an der Sinkrate nichts ändert, kann er hier wieder seine Geschwindigkeit abbauen. Und das Ganze sehen wir jetzt hier vorne wieder, dass die Vorflügel entsprechend ausgefahren sind und natürlich zum einen für Widerstand sorgen und zum anderen aber dann auch später für mehr Auftrieb sorgen. Gut, ansonsten können wir unser Wetterradar jetzt hier nochmal ein bisschen modifizieren, indem wir jetzt hier das einmal ein bisschen nach unten stellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, das Wetterradar. Ich habe bisher noch nichts angezeigt bekommen, also können wir es eigentlich auch ausmachen. Aber normalerweise wäre das jetzt halt interessant, wenn wir da im Landeanflug sind und so ein bisschen Wetter vor uns stehen haben. Oh, Wetterupdate, sehr schön. Was das für Wetter ist und ob wir da wirklich reinfliegen sollten. In unserem Fall haben wir jetzt eine Außentemperatur, eine TAT von 13 Grad. Das heißt, es ist zu warm, als dass sich Eis bilden könnte. Deswegen brauchen wir jetzt auch kein Anti-Eis mit dazu nehmen. Ansonsten würden wir das natürlich jetzt noch tun. Und dann sind wir jetzt noch 6,5 Meilen
von dem Wegpunkt Lima X-Ray 2 vor India entfernt und dann geht es ja mehr oder weniger gleich schon aufs ILS. Das heißt, wir können gerne auch schon mal ein bisschen langsamer machen. Der Flieger muss ja jetzt auch nicht hier währenddessen Gas geben. Wenn es eigentlich eh sinnvoll ist, ein bisschen langsamer zu fliegen, gehen wir schon mal auf 200 Knoten zurück. Ansonsten würde ich euch empfehlen, hier immer zu gucken, dass ihr innerhalb der Geschwindigkeiten seid, wenn ihr Flaps ausfahrt. Ihr seht 1 bis 15, dürfen wir maximal 255 Knoten haben, 16 bis 20, 240 Knoten und so weiter. Für den Landeanflug übrigens, bevor ihr die Klappen irgendwie ausfahrt, diesen Flap-Takeoff-Selektor stellen wir hier auf 15. 15 ist ein Standard-Klappensetting, was wir im Anflug auch verwenden können. Und dass er hier dann nicht plötzlich auf 24,5 Grad, wie vom Takeoff noch geht, stellen wir hier das einmal auf 15 Grad. Dann haben wir dieses Setting nämlich auch gleich im Anflug normal zur Verfügung. Können das jetzt auch gerne schon mal wählen, Flaps 15, dass der Flieger einfach wieder ein bisschen mehr Widerstand hat. Und dann wichtig, wenn ihr die Geschwindigkeit ändern wollt, auch hier einmal dran ziehen, dass der Flieger die Geschwindigkeit dann auch wirklich umsetzt. Und dann gehen wir schon mal auf 180 Knoten zurück. Approach Land können wir einmal armen. Land armed, seht ihr hier oben beide Male stehen, sowohl für die laterale Navigation als auch für die vertikale Navigation. Und dann wird es gleich hier unten unser Localizer reinwandern. Der Flieger dreht ja jetzt auch schon auf den Endanflug ein. Und jetzt ist der Localizer quasi gecaptured. Jetzt seht ihr auch, der Flight Director zeigt in Richtung des Localizers. Das heißt, der Flieger wird den jetzt gleich schön abfliegen, hoffentlich. Und dann sollten wir jetzt irgendwann vor uns den Flughafen sehen können. Wenn wir ganz gut hingucken, können wir ihn da hinten hinter den Wolken sehen. Das heißt, von der Bewölkung her ist es tatsächlich nochmal etwas besser geworden. Vielleicht auch dank des Wetterupdates eben. Und dann haben wir jetzt unsere 3000 Fuß erreicht. Von denen aus geht es dann in 3 Meilen auf das ILS. Das heißt, auch der Glideslope wird jetzt gleich reinwandern. Ich war am Anfang etwas skeptisch mit dem Wetter, ob das so hinhaut, aber das schaut auch aktuell ganz gut aus. Und dann kommt jetzt gleich jeden Moment der Glideslope rein. Dann können wir weiter die Geschwindigkeit reduzieren. Dann würde ich auch schon mal das Fahrwerk ausfahren, weil wir jetzt doch aus einer relativ niedrigen Höhe hier auf den Endanflug gehen. Glideslope bewegt sich, also fahren wir schon mal das Fahrwerk aus. Gear down. Die Speedbrakes bzw. die Spoilers werden geahmt. Und dann können wir noch ein bisschen langsamer machen. Auch hier wieder dran denken, wenn ihr gedreht habt, auch einmal zu ziehen. Dann fahren wir die Flaps auf 28. Und unsere Approach Speed, haben wir gesagt, sind mit Flaps 50 157 Knoten. Das heißt, wir fahren Flaps 50 aus. Flieger geht dann jetzt jede Sekunde auf den Glideslope. Da sind wir. Und dann setzen wir noch die Go-Round Altitude erstmal auf 3000 Fuß. Runway Heading setzen wir einmal. Und dann haben wir noch eine Landing Checklist. Landing Gear down for green, Autobrake medium, Spoilers armed, Flaps 50 und EAD ist gecheckt. Und damit ist die Landing Checklist complete. Gut, dann haben wir die Bahn jetzt voraus in Sicht. Könnten also auch ab jetzt den Flieger wunderbar in die Hand nehmen. Vorher würde ich den Autopiloten drin lassen, weil dann habt ihr es einfach leichter, wenn ihr in den Go-Round geht. In unserem Fall passt das jetzt also alles und wir können uns von Hand um die Landung kümmern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei bei einer meiner ersten MD-11-Landungen. Zum Glück haben wir nur Fracht dabei. Da macht es dann auch nichts, wenn die Landung ein bisschen härter wird. Enjoy it. Sprich, wir nehmen den Autopilot einmal raus. Manual Thrust. Gucken jetzt, dass wir unsere 157 Knoten schön halten. 1000 ist checked. Und dann nehmen wir noch den Autopiloten raus. Wir haben zwei weiße, zwei rote Lämpchen auf den Papis, genauso soll es sein. Und wie gesagt, die Höhenachse leider etwas empfindlich, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht auch mal mit den Sensitivity Settings spielen. Und dann versuchen wir jetzt mal halbwegs schön zu landen hier. Continue.
So, schön den Flieger auf der Center einhalten. Nase langsam runter. Und Reverser raus. Ob der Sound jetzt so gut ist, überlasse ich mal euch. Aber Flieger bremst schön runter. Manual Brakes. 100 Knoten sind durch. Können den Reverser wieder reinfahren und die Bahn entspannt nach rechts verlassen und haben es geschafft. Herzlich willkommen in Luxemburg, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen und so weiter. Ist zum Glück jetzt bei der Fracht hier heute kein Problem. Und dann haben wir es geschafft. Bisschen von der Centerline weggekommen, aber das ist nicht weiter schlimm. Übung macht den Meister. Einfach weiter dranbleiben. Dann können wir jetzt nämlich den Flieger mal ein bisschen aufräumen hier. Die Flaps können wir wieder einfahren. Die Speedbrakes oder Spoilers gehen auch wieder rein. Wir können die Landing Lights ausschalten. Hier die Lichter gehen auf Taxi. Wir machen die Strobe Lights bzw. die High Intensity Lights aus. Dann gibt es die Option, entweder das Zweiertriebwerk hinten anzulassen oder mit APU das Ganze zu machen. Wir machen das Ganze jetzt am Gate mit der APU. Starten die also schon mal. Und dann schalten wir hier unten noch kurz das T-Gas aus. Gucken nur, dass wir nicht währenddessen in die Wiese rollen. T-Gas ist aus. Biegen jetzt hier nach rechts ab. Wetterradar haben wir schon ausgeschalten. Und jetzt müssen wir unsere Trimmung noch einmal auf 3,0 Nose Up setzen. Das ist einfach das Standard-Setting, was man am Anfang immer, beziehungsweise am Ende dann immer hat in der MD-11. Könnt ihr übrigens hier am Engine-Display auch immer wunderbar ablesen. Das heißt, wir stellen den Trim jetzt einfach so lange um, bis da die 3,0 stehen. Das ist unser anvisierter Wert. Dauert einen kleinen Moment, aber wir haben beim Taxi-In ja auch immer gemütlich Zeit. Da rennt uns die Zeit ja nicht davon. Und dann haben wir es geschafft. Ich finde, wenn ihr jetzt mal meine persönliche Meinung hören wollt zu der MD-11, ist von der Simulationstiefe her wirklich ein gutes Flugzeug. Es ist noch nicht komplett ausgereift, das heißt, es muss an manchen Stellen noch ein bisschen was gearbeitet werden. Aber an sich macht es auf jeden Fall Spaß, das Ding zu fliegen. Gerade von der Sensitivity her ist es am Höhenruder echt schwierig, da einen guten Input zu geben, dass das Flugzeug halbwegs realistisch fliegt. Da kommen wir auch wieder zum Stichwort Trägheit. Das ist einfach nicht gut aktuell, aber in vielen Flugzeugen im Flugsimulator. Die PMDG 777 hat das wirklich gut hingekriegt. In der MD-11 ist es alles noch sehr empfindlich. Und das macht es halt auch einfach schwierig, das Flugzeug dann entspannt zu fliegen und vor allem auch ja, mit einem guten Input zu fliegen. Ansonsten ist es für einen Preis von knapp 75 €, glaube ich, relativ teuer für meine Ansicht. Aber vielleicht haben sie sich da auch so ein bisschen einfach an PMDG orientiert. Ob es euch das wert ist, müsst ihr für euch entscheiden. Das kann ich euch nicht abnehmen. Von der Performance her kann ich leider auch wenig sagen, weil ich einen relativ starken PC habe. Auch da müsstet ihr einfach mal bei Leuten gucken, die vielleicht etwas schwächere Systeme haben. Ich kann ansonsten aber sagen, dass es mir Spaß macht, weil ich ein großer MD-11-Fan bin. Deswegen wollte ich das Flugzeug unbedingt fliegen. Es haben sich welche ein Tutorial gewünscht. Deswegen ist das jetzt auch gekommen. Und ich hoffe, ich konnte euch einfach ein bisschen einen Eindruck geben von diesem Flugzeug. Und wen das jetzt überzeugt hat, der kann es sich gerne zulegen oder hat es sich vielleicht auch schon zugelegt, wenn er sich die Videoreihe angeguckt hat. Und wenn ihr dann aus dem Video rausgeht und euch denkt, okay, ist zwar ganz cool, aber ist nichts für mich, dann ist das auch ein super Feedback. Auch dann hat es sich hoffentlich gelohnt, die Videos anzuschauen. Und dann räumen wir jetzt noch gemütlich zur Parkposition und haben dann unseren Flug schon erfolgreich geschafft. Ab 3 Minuten nach der Landung können wir übrigens Triebwerk Nummer 1 auch schon mal ausschalten. Spart auch einfach ein bisschen Sprit. Zwei weitere Triebwerke haben wir ja immer noch.
Und jetzt können wir gerne auch über GSX uns schon mal eine Parkposition auswählen. Wir nehmen heute mal das Gate Zulu 3. Follow Me brauchen wir nicht. Und ja, Cargolux Airlines darf gerne unser Ground Handling Operator sein. Und dann sehen wir, da hinten stehen sie auch schon, die Kollegen. Das heißt, wir biegen hier einmal nach links ab. Am Gate angekommen, was ich jetzt spontan nochmal geändert habe, weil ich eins zu früh abgebogen bin, schalten wir natürlich die Lämpchen entsprechend aus, dass wir jetzt hier kein Blenden beim Einparken. Und dann sehen wir da hinten auch schon den Marschaller. Rollen wieder so ein bisschen an der Taxi Inline vorbei. Hier seht ihr auch diesen eingezeichneten Bogen, der hilft uns da so ein bisschen, uns dran zu orientieren. Und dann gehen wir hier gemächlich in die Linkskurve. Auch hier wieder so ein bisschen das Oversteering benutzen, dass wir dann am Ende nicht krumm und schief in der Parkposition drin stehen, sondern das Ganze halbwegs gerade passt. Man kann natürlich auch mogeln und so ein bisschen in die Outside View gehen und das Ganze dann entsprechend anpassen. Aber es ist halt einfach kein 320, sondern ist halt ein großer Flieger und da muss man das mit beachten. Gut. Marshaller sagt weiter fleißig geradeaus. Dann machen wir das. Dann sind wir jetzt ziemlich genau auf der Linie. Rollen noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und wenn man GSX aktiviert hat, kann man sich das Ganze auch nochmal schön mit den Werten hier anzeigen lassen. Jetzt sind es noch 2 Meter, die wir rollen müssen. Und das letzte Stück schaffen wir auch noch. Und stopp. Dann ist die Parkbremse gesetzt. Wir schalten das Dreiertriebwerk einmal aus, gucken hier auf der Electrical Page, dass unsere APU auch übernommen hat. Das ist der Fall. Und dann können wir auch das dritte Triebwerk, also das dritte in der Reihe, aber das zweite als Zahl ausschalten. Jetzt werden die Bildschirme kurz dunkel, das macht aber nichts. Unsere APU hat nicht gestartet. Okay, dann haben wir das Problem auch schon gefunden. Dann schmeißen wir die ganz kurz noch mit an. Normalerweise hätten wir das einmal gecheckt, beziehungsweise ich habe einfach nur schlampig hingeguckt hier auf dem Display, dann hätten wir die APU nämlich eigentlich gesehen. Und dann können wir aber uns jetzt schon darum kümmern, die Seatbelts einmal auszuschalten. Das Beacon Light können wir ausschalten, dass dann auch die Ground Crew ans Flugzeug kommen kann und das Flugzeug dann abfertigen kann. Und wenn wir jetzt einfach kurz das mit dem Strom überbrücken wollen, können wir uns auch schon mal den Ground Service dranholen. Setzen einmal die Chocks, holen uns die GPU. Dann können wir nämlich die mit dran nehmen. Und dann haben wir auch wieder Strom auf dem Flieger. Sehr gut. Das natürlich immer vorher checken, aber auch wir lernen ja noch dazu. Jetzt haben wir die APU auch da, brauchen wir es zwar nicht mehr, dann könnten wir aber jetzt auch die APU Bleed noch mit dazu nehmen. Aber genau, achte darauf, dass die am besten läuft. In dem Fall machen wir sie jetzt aus und dann lesen wir unsere Parking-Checklist. Parking, Exterior Lights, Nav is on. Ansonsten würden wir noch sagen Nav Logo on, zum Beispiel, wenn wir das noch mit anhätten. Anti-Ice ist all off. Step Trim ist 3 degrees Nose up. Können wir auch gerne nochmal hier verifizieren, indem wir auf die Config-Page gehen zum Beispiel. Ist gesetzt. SD-Status ist gecheckt. System Modes Auto, Spoilers Retract, Slats Flaps Up Retract, Fuel Switches sind auf Off. Parking Brake ist on. Weather Radar ist off. ATC Transponder ist jetzt auf Standby und APU Air ist off und damit ist die Parking Checklist complete. Um es jetzt auch hier nochmal zu vervollständigen, wollen wir den Flieger dann noch einmal ganz ausschalten für die Leute, die das gerne mitmachen möchten. Da machen wir jetzt einfach noch alles rückgängig, was wir vorher mal gemacht hatten. Das heißt, den Transponder zum Beispiel können wir wieder auf 2000 stellen. Tigers hätten wir übrigens vorhin vor dem Descent noch auf BDO stellen müssen. Haben wir auch nicht dran gedacht. Läuft ja richtig gut. Und dann können wir das IRS einmal ausschalten. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann gehen wir wieder einmal hier die Reihe durchs Override-Panel. Hier passt soweit alles. Hydraulic ist alles aus. Electrical haben wir nur die External Power. Die Emergency Power geht auf Off. Die Emergency Exit Lights gehen auf Off. Die restlichen Signs gehen aus. Das Nav Light können wir auch ausschalten.
Und ansonsten haben wir hier vorher nichts angefasst, müssen auch weiterhin nichts anfassen. Und dann bleibt es uns nur noch eine Leaving Airplane Checklist zu lesen. Leaving Airplane, IRS ist off, Emergency Power ist off, Emergency Lights sind off, APU ist off, External Power ist on, Battery ist off und damit ist die Leaving Airplane Checklist complete. External Power geht aus und dann ist der Flieger wieder im Cold and Dark. Und das war's auch schon. Schon haben wir erfolgreich mit der MD-11 einen Flug von Leipzig nach Luxemburg durchgeführt. Man hat's gemerkt, auch für mich ist der Flieger noch neu. Hier und da vergesse ich mal noch ein Item. Ich habe versucht, das alles so gut es geht nachzureichen. Falls trotzdem was dabei war, kann garantiert sein, dann lasst es mich super, super gerne wissen. Auch das mit dem APU-Start vergessen wir beim nächsten Mal garantiert nicht. Oder vielleicht habe ich den falschen Knopf gedrückt oder es hat nicht funktioniert, wie auch immer. Normalerweise klappt das jedenfalls. Und dann hoffe ich, dass ihr jetzt ein bisschen schlauer aus dem Video rausgeht, als ihr zuvor reingekommen seid. Jetzt vielleicht dann, wenn ihr den Flieger habt, auch keine Scheu davor habt, den mal auszuführen, damit mal eine Runde zu fliegen gehen. Ist leider am Aussterben die MD-11, aber wirklich ein sehr, sehr schöner Flieger. Wenn es noch Fragen, Wünsche, Anregungen gibt, wisst ihr Bescheid. Einmal runter in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich mich, wenn es euch gefallen hat, über ein Like und vielleicht auch ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich sehr bald wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, viel Spaß beim Fliegen, kommt immer gut an und habt natürlich auch wie immer ein Always Happy Landings.